Die Zwickauer Energieversorgung hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2012 veröffentlicht. Gleichzeitig wurden auch weitere Themen angesprochen. Eines davon ist eine bevorstehende Preiserhöhung bei den Erdgas-Wahlprodukten. Das Jahr 2012 konnte die Zwickauer Energieversorgung mit einem Ergebnis nach Steuern in Höhe von rund 13,5 Millionen Euro abschließen. Das sind 7% mehr als im Vorjahr. Bei Erdgas und Wärme ist der Verkauf immer abhängig von der Witterung. Somit konnte 2012 mehr verkauft werden. Doch auch der Stromverkauf ging nach oben. Grund ist der Bedarf in der Industrie. Größter ZEV-Kunde ist Johnson Controls. Die Privathaushalte spielen in der Statistik eher eine kleine Rolle. Nein, die Privatleute in Zwickau verbrauchen relativ wenig Strom. Wir liegen weit unter Bundesdurchschnitt mit ca. 1700 Kilowattstunden pro Jahr. Das liegt einfach an der Struktur unserer Bevölkerung, an der Struktur der Haushalte. Der Mehrverkauf kommt hier ausschließlich von der Industrie, die in Zwickau erfreulicherweise sehr gut läuft. Wir sind stark aufgestellt bei der Automobilzulieferung. Und wenn es dort nach oben geht, dann hat das für uns die positiven Effekte, dass auch mehr Strom gebraucht wird. Neben der erfreulichen Entwicklung der Geschäftszahlen 2012 mussten die Geschäftsführer der ZEV aber noch eine Preiserhöhung bekannt geben. Betroffen sind die sogenannten Wahlprodukte ZEV Heizgas und ZEV Erdgas Clever. Also wir hatten ja die Wahlprodukte Erdgas seit längerer Zeit konstant gehalten. Dahinter standen Preisabsicherungen. Diese Preisabsicherungen sind jetzt ausgelaufen. Wir haben außerdem eine Erhöhung der Netzentgelte für dieses Jahr. Summa summarum führt das dazu, dass der Preis etwa um 0,2 Cent pro Kilowattstunde steigt. Wir hatten bewusst diese Änderung nicht zum 1. Januar vorgenommen, sondern wir haben das Winterhalbjahr abgewartet und machen das jetzt zum 1.7. Aber diese Anhebung ist für uns jetzt unerlässlich. Ein weiterer Punkt, der heute angesprochen wurde, ist ein bevorstehender Personalwechsel. Günther Spielvogel wird das Unternehmen Ende Oktober altersbedingt verlassen. Sein Nachfolger wird der 43-jährige André Henschel. Der gebürtige Görlitzer studierte Kommunal- und Energiewirtschaft und ist derzeit noch Geschäftsführer der Stadtwerke Weißwasser.